Ja, willkommen zu unserem dritten Teil. Wir attackieren mal wieder das Bandit Camp heute. NPC Fortress. Wie es ausgeht, werdet ihr sehen. Im späteren Teil wollen wir euch zeigen, wie man ein Heli nicht repariert oder nicht reparieren sollte. Was man dazu wissen muss, in diesem, auf unserem Server gibt es so eine Art Repair Stations und ja, da kann man, dachten wir zumindest, dass man die Helis einfach da ja, hinfliegen, bewegen kann, wie auch immer. Und dann halt jedes Auto Fueling, dass sie sich dann von selber reparieren. Ja, den Versuch werdet ihr im späteren Teil sehen. Viel Spaß! Lass die Karre hier parken, oder? Perfekt. Okay. So, so, so. Gut, wo bist du? Schon vorgelaufen? Ne, ich bin noch drin. N24 ausgepackt. Meter entfernt, der Heli. Was meinst du? Ist das möglich oder nicht? Möglich sicherlich, aber ich würde es lassen. Ich rück schon mal zum nächsten Heuballen vor. Also, wir sollten zuallererst die Patrouille aus, die außenrum patrouilliert, weghauen. Ja. Ich sehe sie bisher noch nicht. Ich auch nicht. Okay, dann lassen wir weiter außen rum gehen. Rechts oder links rum? Immer mal rechts rum. Aber das ist krass, ist hier der Eingang. Hä? Ist der Haupteingang hier, Ja. ne? Ja. Ich will da mal reingucken. Aber der Haupteingang ist zugebaut und die ganzen Gehängten da, Alter. Diesmal müssen wir es doch schaffen, oder? Ja, ich bitte drum. Wenigstens ein bisschen was zu looten. Wie ist dein Blutstatus? 10.000. Soll ich dir nicht nochmal ein Blatt weggeben? Kannst du machen. Aber warte, lass mal erstmal noch um die Ecke schauen. Vielleicht sollten wir es diesmal wirklich so machen, dass wir in einer, na, ich sag mal, versetzt hintereinander reingehen. Du vielleicht 100, 200 Meter hinter mir oder ich, je nachdem. Und du bist mit Ich der sehe die Sniper. NPCs. Ich sehe die NPCs. Okay, ich hab dich jetzt gerade ein bisschen aus den Augen verloren. Ja, Ich ich bin hab in dich. der. Ich hab Okay. dich, hab dich. Genau in die Richtung, wo ich hinlaufe. Wie weit sind die denn weg? Weit 100 Meter oder so. Ah, ich sehe sie auch, die stehen da, ne? Wie viel sind denn Hey, ich das? range mal. Ich sehe zwei. Oh nee, das ist eine, das sind mindestens drei. Oh, ich wackel noch zu arg. Ja, ich auch. Und die Scheiße ist in der Hocke, habe ich. Lass uns mal ein bisschen weiter nach rechts gehen, dass wir ein höheres, besseres Schussdicht haben.
Bis dann auf ja. Höhe gewinnen. Oder warte mal hier auf den Stein. Auf welchen Stein denn? Ja, vergiss es. Okay, ich sehe 4 Leute jetzt von hier, perfekt. Alter, du gehst aber arschnah dran, ey. NPCs sind keine Spieler. Naja, weil die NPCs haben uns die letzten Male mal lässig weggekillt, ne? Ich höre einen Heli. Middlebird, ja, kommt Middlebird hin. Ja. Siehst du ihn? Ja, ich sehe ihn. Ich verstecke ihn, wo bist du? Ich verstecke mich hinter einem Baum. Ja, ich bin in den Büschen. Vielleicht landet er, vielleicht ist er so dämlich und landet. Okay, er fliegt über uns drüber. Nee, oder? Nee. Der landet da wirklich. Wo landet der? Ich sehe ihn nicht. Vor mir. Der hovert. Oh ja, Alter, ich sehe es, ist der dumm. Geil. Okay, wenn er aussteigt, ist er dran. Oh fuck. Ich müsste ihn getroffen haben. Läuft. Ja, nochmal getroffen. Liegt, ist K.O. Ja, ist tot. Müsste tot sein. Ich lauf hin. Halt mir bitte die NPCs vom Hals. Ja, nice. Da ist er. Boah, der war equipped. M14 habe ich, glaube ich, gesehen. Ja, dann lass ich einmal die NPCs. Schießt du? Nein. NPCs hat, schießen, glaube ich. Hat einen großen Rucksack auf jeden Fall. Ich zieh mich nochmal wieder zurück, ja? Siehst du die NPCs noch? Das ist viel zu staubig. Der einen. Ich auch. Den wegmachen? Na klar. Zwei, einer ist aufgestanden. Gilly rechts daneben aufgestanden. Ich nehme den Gilly. Der schießt okay. Auf, der guckt auf mich. Okay, zwei sind down. Hast du dem sein Equipment schon geholt? Ey, pass auf, da sind noch zwei. Nein, hab ich nicht. Du läufst dahin, ne? Da ist einer aufgestanden. Liegt am Boden. Sag mir ungefähr wo, bitte. Hinter der Kuh jetzt, hinter der Kuh. Sehr nah bei dir. Pass auf, Lukas. Ja. Sorry, Kuh. Aber du stehst im Bild. Da krabbelt einer. Da kommt noch ein Heli. Wo? Versuch mal ein bisschen an Höhe zu gewinnen. Nur kurz, ganz kurz gehört. Ich gehe jetzt einmal zu dem Typen. Ich sehe auch einen krabbeln. Ich loote den Spieler jetzt. NPC müsste eigentlich down sein. Nice. Rangefinder, Map, Kompass. Läufst du da hinten? Ja. Schüsse auf mich? Nee. Hast du ihn gesehen? Hab den letzten ja, hab ihn. Ich hoffe. Der letzte gewesen sein. Ja, da krabbelt doch noch was. Jetzt müsste es absolut der letzte gewesen sein. Yeah. Ja, ich sehe 4 liegen. Schauen wir mal. Gear. Mal gut.
GPS. Oh, hier ist noch ein Rangefinder und noch ein Chief drin. Sehr schön. So, der Camo, noch ein GPS, lass dich mal liegen. M14 AIM oder die G36A? Also ich würde die M14 AIM sehr gerne nehmen. Ja, dann aber komm her. Auch dir würde ich empfehlen, M14 AIM. Ja, die ist schon besser, hast recht. Hier ist noch eine Toolbox drin. Ich habe eine, glaube ich. Hier ist auf jeden Fall auch noch 4x Starnak drin. Problem ist, ich habe nur noch 16 Schuss mit der M14. Okay. Die zwei DMR-Magazine, also das DMR-Magazin, was du drin hatte, hast du übersehen, oder was? Ja, wo hat er das denn? Ja, das habe ich jetzt. Hier. Au, auf mich wird geschossen. Ich bin getroffen, blute, verbinde mich bitte schnell. Lass mich erstmal gucken, von wo. Und ich bin extrem lange K.O. Warte kurz. Ja, sehr gern Blatt begeben, aber... Oh, ich hab keinen Bock, jetzt nicht zu sterben. Das kam von, von da, wo wir gekommen sind. Ja, ich weiß ungefähr, ich habe den Schuss gehört, aber ich sehe da nichts. Wow, 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 wow. Ja, ich habe wieder 10.600, das ist gut. Ich habe einen gebrochenen Knochen und blute wieder. Kein NPC, wie auf mich geschossen wird. Ich bin so gut wie tot. Ich würde dir ja gern helfen, aber ich riskiere es jetzt einfach. Ich glaube, der liegt da vorne auf der Straße. Gibst du mir Blut oder was machst du? Ich bin tot, weil ich dir... Ja. Deswegen hätte ich es lassen sollen. Ja. DMR, ja. Where up, Staubär? Ich hab mir hier auf dem Server jetzt schon einen Namen gemacht. Wieso? Hier shoot on sight, Fragezeichen, please no. Where up, Staubär? No. Where are you? You need something? Was war das denn? Ja, der liegt auf der Straße übrigens. Ich hab noch 941 Blut. Dann hau da ab. Ja, ich bin noch Hälfte K.O. noch. Plus gebrochenes Bein. War so bescheuert, dass ich dich verbunden habe. Ach komm schon. Komm schon, das dauert so lange, aber da muss ich ja auch noch krabbeln und... Komm schon! Er sucht dich noch und findet dich nicht. Wie überragend. Jetzt ist er am Looten, nee. Jetzt ist er am Looten, jetzt gleich werde ich wach. Jetzt liegt er da. Aber ich muss mich erst noch bewegen, ist das Problem. Was macht der für eine Faxen? Versuch's einfach und dann steig in den Little Bird und hol mich ab. Er lootet dich und ich... Ich kann mich nicht bewegen. Das ist, glaube ich, ein Bug. Ich bin bestimmt tot. Ich kann mich nicht bewegen.
Hat mir jetzt auch noch eine verpasst. Ich bin irgendwie unsterblich. Jetzt bin ich tot. Ja. Skrimbos killt. Scheiße. Der Little Bird, das ganze Loot. Ja. Alter. Wichser. Der brauchte doch nichts mehr, der hatte doch alles, ey. Schade, ich dachte, ich packe ihn. Wenn der Server nicht so verbuggt wäre, hätte ich ihn gehabt, glaube ich. Also NPC Fortress, da haben wir nicht so viel Glück irgendwie, ne? Aber das kann ja nicht sein. Wir müssen das Ding einfach einnehmen können. Ich meine, schlecht spielen wir ja nicht. Außer, dass ich dich halt bandagiert habe. Das war einfach nur total bescheuert. Ich glaube, wir haben einfach zu schlecht auch abgedeckt. Naja, es sind halt auch 50 Leute auf dem Server. Und das ist wahrscheinlich eine extrem beliebte Gegend, wie man gesehen hat, ne? Ja. Ich hoffe, der Penner heidet nicht, aber ich denke mal, dass er das tun wird. Ach, warum? Ich würde sagen, wir gehen hin und versuchen mal unser Glück. Wo bist denn du? Elektro. Ich denke, ich lasse mich killen oder so, aber schon. Oh, wow, wow. Ja. Ey, ich sehe dich noch nicht mal. Wow. Der Little Bird jetzt. Ah, jetzt sehe ich's. Ja. Es klappt im Leben nicht. Hab Vertrauen. Oh Mann, ey, du hast die Hippie-Karre gefunden. Oh ja. Noch schöner. So. Oh. Ist nicht dein Ernst. Alter, du bist so genial! Geil. Es muss der noch... Ist schon total im Eimer, das Teil. Lass doch nicht kippen, ey. Versuch's ja. Aber achte auf deine Karre, ne? Ja, die ist noch total in Ordnung. Der Kurve fahren mit dem Ding ist aber nicht so einfach. Bisse? Ach du Spaß. Was auch sicherlich du. Oh Mann. Hoffen wir mal, dass das mit der Repair Station funktioniert. Muss ich dann? Ja, bestimmt. Geile Idee, ey. Denkt sich, wenn er es jetzt einen sieht, der denkt sich, was sind das denn für Idioten? Oder? Auf jeden Fall, aber verdammt lustig. Dann kann ich auch gleich zu den nächsten Baracken gehen. Ja. Er schiebt schon Heli mit dem Auto rum. Oh, bitte lass das funktionieren, ey. Das wäre ja so genial. Ist die Karre noch heile? Ja. Aber auch keine irgendwie Repair oder sowas. Vielleicht von draußen? Hast du eine Repair-Tool? Ne, ich habe keine Toolbox. Ich glaube, die brauchst du. Die brauchst du bestimmt.
Dann hol mich doch mal eben ab. Ich hab ja... Hab ich eine? Ich müsste eigentlich eine haben. Ah, fuck, ich hab auch keine. Oh, also jetzt steht da richtig drin. Machst du mit dem Ding? Anzuschieben. Alter, bist du tot? Nee. Alter, wie geil sah das denn bitte aus? Leider nicht aufgenommen. Ich aber. Alter, was für eine heftige Explosion. Wie hast du denn das überlebt? Keine Ahnung, ich saß drin und dann war halt davon alles kaputt, alles explodierte. Du hast ja sogar die scheiß Repair Station in die Luft gesprengt. Jo. Scheiße. Das war's mit der Repair Station. Laufen wir zu der Baracke da hinten vielleicht und dann was. Dann laufe ich nochmal zurück und dann steigen wir den V3S und hauen hier ab. Wie denn das? Preise, welche? Na klar, antworten wir da drauf. Aber jetzt wissen auch alle, dass wir irgendwie bei einer Repair Station sind. Ist doch Latte, sollen sie kommen. Ich hab 6000 Blut. Ist doch gut, wenn sie kommen. Bloodbags mitbringen.